Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die EM5 Mark III von Olympus, die vor kurzem angekündigt wurde. Gleich zuvor, ich habe die Kamera nicht selber getestet, ich habe die Kamera selber nicht. Es ist einfach nur meine Meinung, die ich mir über meine letzten Tage so ein bisschen zusammengeschrieben habe, weil ich selber persönlich überlegt habe, ob ich die Kamera kaufen will. Und deswegen habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, positiv, negativ. Was kann die Kamera, was sie eben 1 Mark II kann, was kann sie nicht und so weiter. Einfach so ein bisschen als Kaufentscheidung oder Nichtentscheidung für mich persönlich und das will ich aber mit dir trotzdem teilen. Zusätzlich springe ich immer mal wieder zwischen zwei Videoversionen und zwar ist es einmal mit der GH5 aufgenommen und einmal mit der EM1 Mark II aufgenommen, beide mit Gesichtserkennung. Einfach wollte ich mal sehen, wie der Video AF sich in so einer relativ simplen Situation schlägt oder beziehungsweise der Vergleich zwischen den beiden Kameras. Also nicht wundern, wenn das Bild immer mal wieder hin und her wechselt. Ich versuche dann jedes Mal auch zu zeigen, eben was gerade für eine Kamera aktiv ist. Gut, dann fangen wir mal an mit der EM5 und zwar fangen wir einfach mal mit den positiven Punkten an. Sie bekommt ein relativ kompaktes, bekannter Größe, sage ich mal. Also wir haben ja die EM5 Mark II kennt. Die Abmessungen ändern sich da kaum. Der Griff ist ein bisschen griffiger geworden, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Sie hat etwas mehr Plastik und wird dadurch auch um einige Gramm leichter. Laut Olympus bleibt der Wetterschutz gleich gut wie bei der EM5 Mark II. Sie bekommt darüber hinaus den Sensor der EM1 Mark II oder auch der EM1X mit einem etwas verbesserten Beschichtung laut Olympus. Das heißt, angeblich soll dadurch das Rauschverhalten besser sein. Das war auch bei der EM1X so. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen wirklichen relevanten Unterschied zur EM1-2 gemerkt bei der EM1X und deswegen wird das bei der EM5 Mark III wohl dasselbe sein. Das heißt, was das angeht, sprechen wir von immerhin 3 Jahre alten Sensor, der allerdings nicht schlecht ist, sondern sehr, sehr gute Qualität bietet für Micro Four Thirds Verhältnisse. Auch sonst gibt es einige Features, die von der EM1 Mark II übernommen wurden, wie zum Beispiel Fischaugenkorrektur direkt in der Kamera, wenn man das Olympus Fischauge hat. Pro Capture gibt es. Es gibt vor allem, und das ist sehr, sehr gut, dadurch, dass es der Sensor der EM1-2 ist, auch endlich Phasenautofokus für die EM5 Mark III. Was so viel heißt, wie wir haben sehr, sehr guten Video-Autofokus, wir haben sehr, sehr guten kontinuierlichen Autofokus und einfach endlich einen konkurrenzfähigen Autofokus, was das angeht, weil die ganzen anderen Mittelklasse-Modelle, und das ist die EM5 Mark III nun mal, von den meisten anderen Herstellern wie Fuji, Sony, Canon und so weiter haben einen sehr, sehr guten Autofokus und vor allem auch kontinuierlichen Autofokus. Und da hat Olympus in seiner Midrange immer ein bisschen hinterhergehinkt bisher. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass es endlich nicht mehr der Fall ist. Einzigen, die jetzt eigentlich noch hinterherhinken, sind Panasonic. Die weigern sich ja immer noch, Phasenautofokus mit einzusetzen. Und ich weiß nicht wieso, aber ja, gerade im Bereich Video, ich denke mal, man sieht es jetzt hier von dem Gewechsel, wahrscheinlich wird die GH5 immer wieder pumpen, hin und her pumpen. Ja, wollen wir nicht näher drauf eingehen, auf Panasonic hier. Ja, ansonsten, das sind eigentlich schon so die Features, die übernommen wurden. Auch 4K-Aufnahme ist jetzt natürlich dabei, der Stabilisator ist sehr gut, wobei er nicht ganz auf dem EM1 Mark II Niveau sein soll und so weiter, aber generell ist das auch schon bei der EM5 Mark II ein sehr, sehr guter Stabilisator geworden. Deswegen will ich da nicht näher drauf eingehen. Jetzt komme ich eher so auf die Punkte, die ich gut neutral fand, beziehungsweise gute Punkte, die aber so ein bisschen doch nicht ganz durchdacht sind. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen OLED-Sucher bekommen in der EM5 Mark III und das heißt, der ist etwas besser als von der EM1 Mark II. Allerdings hat er nicht die gleiche Bildwiederholrate und das wird sich gerade bei Serienaufnahmen zeigen. Da habe ich immer beim EM1 Mark II auf die schnelle Wiederholrate schalten müssen, dass es einfach ein flüssigeres Bild im Sucher gibt und das hat die EM5 Mark III leider nicht. Ansonsten die Auflösung und so weiter bleibt gleich, er ist auch nicht ganz so groß, also die Vergrößerung des Suchers ist nicht ganz so groß wie von der EM1 Mark II. Also da wäre ich eher bei EM1 Mark II, auch wenn natürlich das Bild wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen wird in der EM5 Mark III.
Der Akku kann jetzt endlich in der Kamera geladen werden, allerdings nicht, während man die Kamera nutzt, sondern nur ansonsten, wenn die Kamera eben aus ist. Wenn man da schon dabei ist, Stromversorgung läuft über Micro-USB, was für mich Steinzeit ist. Klar, ist ein Standard weit verbreitet, aber mittlerweile sollte eigentlich USB Typ C der Standard sein, was die M1 Mark II, die immerhin fast 3 Jahre alt ist, auch schon hat. Und da erschließe ich mir überhaupt nicht, warum man da auf den alten Micro-USB zurückgeht. Auch mit USB-C kann man während der Nutzung laden. Also, naja, ProCapture gibt es auch. Da ist der Puffer allerdings nur halb so groß und auch nur 30 Bilder pro Sekunde im Gegensatz zu 60 bei der M1 Mark II. Auch das Focus-Stacking ist vorhanden, allerdings auch hier abgespeckt zur M1 Mark II. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch, dass sie viele Features bekommen hat von der M1 Mark II und aber dennoch einfach ein bisschen abgespeckt wurde. Und ich finde das einfach nicht gut, weil wir sprechen hier von einer 2,5 Jahre, fast 3 Jahre alten Kamera. Die M5 Mark III hat im Grunde die gleichen Hardware-Voraussetzungen wie die M1 Mark II. Deswegen ist es eine reine Software. Kastration der Kamera, einfach um sie noch ein bisschen abzugrenzen von dieser alten Kamera, obwohl wir hier immerhin von UVP 1.200 € für die M5 Mark III sprechen und da sind wir bei der M1 Mark II Straßenpreis gar nicht so weit weg. Das heißt, die Bodies sind so, wie man sie jetzt kaufen kann, natürlich nicht vom UVP her, recht ähnlich bepreist und somit sollte die M5 Mark III eigentlich auch die Features gleichwertig bieten, weil ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt, kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt noch zu den Punkten, die mich schon sehr stören, warum die auch nicht mit reingekommen sind, wundert mich. Die M5 Mark 1 und 2 hatten so einen coolen zweigeteilten Griff, da konnte man einen Landschaftsgriff dran schrauben, beziehungsweise einen Haltegriff, einfach, dass man besser halten kann. Und dann zusätzlich noch einen Batteriegriff anschrauben. Dieser zusätzliche Batteriegriff fällt jetzt weg. Man kann jetzt nur noch einen Handgriff anschrauben. Ich hoffe mal, das kommt noch nach. Im Moment habe ich es noch nicht gefunden, ob das irgendwo verfügbar ist. Und wir haben kein OM-Log-Profil. Ist auch eine reine Software-Geschichte. M1X und M1 Mark II haben das. Also das ist diese flache Profil für etwas, ja, für kontraststarke Situationen, wenn man in den filmen will, ist das hilfreich. Ist nicht für jeden wichtig, aber hätte man einfach mit einbauen können. Verstehe ich nicht, warum man das nicht eingebaut hat. Laut Olympus 2 Blenden besseres Rauschverhalten gegenüber dem Vorgänger, was ich nie und nimmer glaube. Ich hatte die M5 Mark II, der 16-Megapixel-Sensor ist schon sehr, sehr gut vom Rauschen her. Da tut sich nicht sehr viel zum 20-Megapixel-Sensor. Das heißt, das ist vielleicht ein stärkeres Rauschen des JPEG oder was die mit 2 Blenden meinen. Aber nie und nimmer haben wir 2 Blenden bessere Rauschperformance. Ansonsten hat sie noch einen relativ alten Mikro. USB-Anschluss habe ich aber vorher schon gesagt, also das ist einfach auch ein klarer Negativpunkt für mich. Ja, und so komme ich eigentlich schon zum Fazit, und zwar finde ich diese Kamera grundsätzlich sehr gut. Also sie bietet ein Gesamtpaket, das es so eigentlich im Moment noch nicht gibt. Das heißt, die hat ein Klappdisplay, einen guten Video-Autofokus und. Guter kontinuierlicher Autofokus und das alles in einem sehr kleinen Gehäuse mit sehr, sehr großem Objektivpark. Der Akku ist relativ gut, das ist zwar auch ein kleinerer als in der M1 II, aber das ist natürlich dem kleinen Gehäuse geschuldet. Und der Akku von der M5 Mark II war jetzt auch kein Problem, man muss sich halt damit einrichten. So, also das heißt, das Gesamtpaket ist grundsätzlich gut, aber ich finde, diese Kamera kommt 1 bis 1,5 Jahre zu spät. Man merkt hier richtig, dass Olympus, ich glaube, 1 Jahr oder so jetzt im Dornröschenschlaf, will ich jetzt mal sagen, gewesen ist für diesen Umzug ihrer Fabrik. Die haben ja, glaube ich, letztes Jahr oder wann sind die von da nach da, ich weiß schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt, umgezogen mit ihrer Fertigung. Und in der Zeit stand es sicherlich nicht still bei denen, aber es war relativ wenig los anscheinend, was Entwicklung angeht, weil mir kommt es wirklich so vor, dass einfach diese Kamera 1 Jahr mindestens zu spät auf den Markt kommt. Wenn das Ding Anfang letzten Jahres gekommen wäre, spitze. Ja, einfach so auch ein gewisser Abstand zur M1 Mark II muss natürlich bleiben, das verstehe ich voll und ganz, aber
dass man jetzt nach so langer Zeit einen Body bringt, der in diesen Funktionen doch noch abgespeckt ist gegenüber der EM1 Mark II. Und wie gesagt, ich behaupte, das ist eine reine Software-Geschichte, also eine reine strategische Geschichte, dass das so abgespeckt wurde. Dann kann ich nur sagen, kann ich das nicht unterstützen. Ich finde es nicht gut. Ich finde die Kamera, wie gesagt, gut grundsätzlich, und es werden auch viele Leute mit dieser Kamera Spaß haben und geile Bilder schießen, da bin ich mir absolut sicher. Ich werde es mir nicht kaufen. Ich warte jetzt auf die EM1 Mark III und hoffe, dass da mal wieder ein bisschen mehr Entwicklung reingeflossen ist. Jeder, der meinen Kanal ein bisschen länger kennt, schon weiß, die EM1X fand ich auch eher mau, ja, so für den Preis. Und deswegen hoffe ich, dass bei der EM1 Mark III, bis sich ein bisschen was tut, warten wir es mal ab. Gut, in diesem Sinne, gerne ein paar Kommentare von dir. Kaufst du die EM1 Mark III, EM5 Mark III, sorry. Oder bist du auch eher so der Typ EM1 Mark II, ist eigentlich in jeder relevanten, ja, in jedem relevanten Feature gleich auf oder besser. Bis auf, ich glaube, 120 Bilder pro Sekunde beim Video kann sie nicht in Full HD. Das ist das Einzige, was sie im 5 kann, quasi, was sie im 1 Mark II nicht kann. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!